Hallo und herzlich willkommen zu Let's Sleep, Schlummern und Spielen mit mir. Ich bin Andi und wir spielen Earthbound. Und sind gerade in Winters in diesem Spiel. In der letzten Folge haben wir die tiefe Dunkelheit durchforstet, ein Ort namens Deep Darkness, sind am Ende auf eine Höhle gestoßen, in der es kleine grüne Leutchen gab, die aber zu schüchtern waren, mit mir zu reden. Es gibt dort nur einen Typen, der nicht schüchtern ist, und der hat mir verraten, dass es dort einen Eingang in eine Untergrundhöhle voller Dinosaurier gibt. Aber der Typ, der den Stein hochheben kann, mit dem dieses Loch verschlossen ist, ist zu schüchtern. Dann haben wir erfahren, dass AppleKit eine neue Erfindung gemacht hat, und zwar den Eraser, also den Radierer zum Radiergummis radieren in dem Fall. Und dass er aber entführt wurde, und OrangeKit meinte auch, dass er das Buch gegen Shyness von ihm gerne, also von AppleKit, ausleihen wollte. Und deswegen sind wir nach Winters gereist, um, ja, sagen wir mal, Anhaltspunkte zu suchen. Und ich nehme mal kurz das Gerät in die Hand. Wir endeten gerade in einem Zelt, fangen jetzt quasi hier in dem Zelt wieder an. Wir haben eine Tasse Tee getrunken und eine kleine Päuschen gemacht. Und jetzt geht's weiter in Richtung Professor Dr. Adonisius Büro, also Bernie's Daddy. Ich werde nicht so viele Kämpfe mitnehmen. Ich glaube, ich bin eh schon krass overpowered. Außerdem habe ich einfach gerade ein bisschen Bock, weiterzukommen. Wo ist der Tessie Watching Club? Da unten. Ja, doch noch hier so lang. Nee. Ja. Ja, ich laufe korrekt. Sehr gut. Hier ist der Tessie Watching. Nee, hier ist er noch gar nicht, oder doch? Hier ist einfach nur eine Lampe. Ja, Tessie Watching Club. Oh, ich will erst mit dem Typen hier reden. Hallo. Es ist so schockierend. Er war so ein toller Typ. Wer war so ein toller Typ? Hallo, hallo. Sebastian Chum wurde gekidnappt. Sebastian Chum? Wer ist Sebastian Chum? Meinst du, dass die Entführung von Sebastian morgen in der Zeitung sein wird? Wer ist Sebastian? Ich kenne keinen Sebastian. Sebastian 23, Sebastian Lehmann, Belle und Sebastian. Endlich habe ich Tessie gesehen. Es ist wie, als wenn man ein UFO sehen würde. Er ist aus dem See aufgetaucht und ist Richtung Stonehenge geflohen. It kidnapped one of my friends along the way. Aber doch nicht Tessie, ein UFO hat jetzt seinen Freund entführt, oder was ist da los? Wo bist du, mein Freund? Sie sind gekommen und sie haben dich genommen. Komm zurück, Sebastian. Hey, das ist dein Haiku-Poem. Ist es wahr? Ich bin der Koch. Willst du etwas Eintopf? Ja, gib mir Eintopf. Nee. Ihr müsst mich nicht bezahlen. Danke für diesen großartigen Eintopf. Der war wirklich gut. Oh, ich habe so einen Hunger. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mir knurrt gerade die ganze Zeit der Bauch. Das ist nicht. Bisschen blöd. Ah, Ki. Ja, ich habe Kaugummi. Und da kommt der Wind. Ah, er holt mir Tessie, weil ich... Das heißt Tessie wieder. Oh, ich hab Tessie so vermisst. Das glaubt ihr nicht, Mann. Tessie sieht ein bisschen aus wie... der eine Dinosaurier aus der Zeichentrickserie in einem Land vor unserer Zeit. Der Main Character, der Protagonist. Hatte ich mal als Kuscheltier. Und zwar vom Gallimarkt, das ist ein großes Volksfest in Ostfriesland oder in Leer.
traditionsreich, ich glaube mittlerweile im 507. Jahr oder 508. Jahr, da habe ich vom Schießstand mal so einen, diesen Dinosaurier erhalten. Das hier ist natürlich jetzt ein Seeungeheuer und wir sehen gar nicht, ob es Beine hat oder ob es unten vielleicht eine Propellerdüse oder sowas hat. Jedenfalls sieht es sehr genauso aus wie ein wie dieser Dinosaurier. Wir reisen auf Tessie. Das ist eigentlich mein Lieblingsfortbewegungsmittel, sonst hätte ich gerne im echten Leben. Allerdings bringt einen das ja nur über Wasser. Und nicht über Land. Ja, stimmt. Also, es ist doch nicht mein Lieblingsfortbewegungsmittel. So. Ja, komm, euch müssen wir anscheinend bekämpfen. Ah, drei Stück. Na, guck an. Woolly Shambler. Wir hauen erstmal den Woolly Shambler kaputt. Es gibt hier einfach keinen Grund, groß andere Dinge zu machen. Eine schwere Bazooka. Auf den hier. Grill haut auch einfach drauf. Komm, was soll der Geiz? Bernie. Und der Woolly Shambler dürfte jetzt weg sein? Nee, oh nee. Naja, nicht weiter wild. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir in dieser einfach nur Drauf-Bash-Runde locker den Sieg davon tragen. Weil, wie gesagt, wir sind King. Wir sind Hannes. Kirill sieht wirklich ein bisschen aus wie Hannes, tatsächlich. Vielleicht hätte man ihn Hannes nennen sollen. Nicht Kirill, ich nenne ihn ab jetzt Hannes. Ja. Lesser Monk, da reicht eine Drauf-Bash-Runde auch komplett. Schwere Bazooka. Oh. Zack, du bist down. Ich wusste es. Ganz einfache Kiste. Oh, Karl steigt auf 61 mittlerweile. Junge, Junge. Defensive 1. Hitpoints 1. Und er lernt Psyflash Alpha Beta Gamma. Psyflash Gamma. Das ist das. Der Dungeon von Mr. Brick Road. In dem wir gerade noch waren. In der letzten Folge sind wir sehr viel durch ihn durchgelaufen. Oder war es vorletzte Folge? Vorletzte Folge. Die Sache ist, dass ich heute 4 Folgen am Stück aufnehme. Ich bin gerade in der dritten. Ich merke das auch schon so ein bisschen. Ich werde ganz verrückt vor Glück. So, das ist echt ein krasser Spell, den er da hat. Ich sollte mich darum kümmern, dass Kirill ganz schnell, ganz krass aufsteigt und mehr Psychic Power erhält. Damit wir einfach diesen Spruch immer wieder machen können. Genau, durch den kleinen Dungeon müssen wir nicht, weil wir den... Aber hier müssen wir durch. Allerdings ist das hier einfach nur noch easy. Also da müssen wir eigentlich garantiert nichts machen. Nee, was geht das? 20? 2000. Oh, Kirill steigt auf, wie wir wollten. Offensive 3, Defensive 2, Speed 2, Guts 1, Vitalität 1, Q 1, Glück 1. Und jetzt kommt das Wichtige. Psychic Power auch nur 2. Schade. Shady. Schattig. Kommt her, ihr kleinen Lümmel der Freude. Sterbt! 2000 Erfahrung. Gönnen wir uns herein. Ja, was wollt ihr, ihr ängstlichen Biester?
Oh, diesen Kampf gibt es dann tatsächlich doch noch. Ja. Ich würde sagen, alle bashen. Außer Bernie, der basukiert. Tada. Tada. Tadum. Zadaum. Na gut. Hat niemand anderen verletzt, die Bazooka gerade? Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber, oh, 72 beißen die mir doch noch aus meinem Körper raus. Das ist aber schon frech, würde ich sagen. Das ist schon frech. Die alte Fledermaus, Mann. Tschüss. Das war echt 72, da hätte ich jetzt niemals mit gerechnet. Also das ist ja... Junge. Komm her, du. Du alleine bist aber doch direkt weg, oder nicht? Ja, bist du. Ich guck mal, es ist irgendwie in dieser Vierergruppe gerade schwer zu laufen und durch so... Ich fühle mich selber wie Mr. wie der Dungeon Man. Einfach. Dass ich einfach nicht nirgendwo mehr durchkomme, weil meine Crew zu dick ist. Vielleicht kriegt man mit mehr Erfahrung auch mehr Sprites. Das ist eine interessante Theorie, Andy. Ja, danke. Ich stelle gerne interessante Theorien auf. Oh, das ist sehr gut. Okay, kommt ihr jetzt alle drei? Ja, müsst ihr eigentlich wieder nicht viel machen. Außer, dass wir natürlich mal total übertrieben Psy-SNES benutzen. Nur um zu zeigen, dass wir es noch drauf haben. Und du machst Omega Psy-Freeze, denn wir sind gleich eh wieder bei bei Bernie's Daddy. Der ein Gerät hat, was uns komplett durchheilt. Da kommt Psy-Starstorm, alles einfach drauf. Was zum Kuckuck. Guck an. Ja, das Psy-SNES wird gar nicht mehr gecastet, denn ich habe es einfach so erledigt. Easy. Komm her, du stirbst jetzt auch noch schnell. Und dieses kleine Käferchen, was da hinten rumäumelt. Antje, 57, Hitpoints 2, Psychic Power 2 und sie lernt Psy Thunder, Alpha Beta Gamma. Ich weiß gar nicht, ich kann das griechische Alphabet gar nicht. So gut, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Und da hört's auf. Vielleicht Phi? Aber es kommt, glaube ich, viel später. Apropos Phi. Vielleicht sollten wir eine kurze Werbung machen. So vom Timing her. So langsam ist nämlich schon wieder der Zeitpunkt erreicht, da wir uns Produktempfehlungen anschauen sollten. Und deswegen sage ich, bis gleich. Willkommen zurück aus der Werbung zu Let's Sleep. Wir sind in Winters bei Earthbound auf dem Weg zum Labor von Dr. Andosinonius und sind jetzt gerade bei Stonehenge und sind wahrscheinlich gleich da. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile Angst vor uns haben. Oh ja, wir kloppen mal drauf. Sterb! Ich sag das so gerne. Falsch.
Weißt du mittlerweile was Neues? Nee, er sagt immer noch das Gleiche wie immer. Es gibt also einen Sebastian, der entführt wurde. Dann wurde Apple Kid augenscheinlich entführt. Und jetzt geht es vermutlich darum. Hallo Maus. Ich habe auf dich gewartet, mein Meister Apple Kid hat seine Eraser-Eraser-Maschine fertig gemacht. Während er dich angerufen hat, wurde er gekidnappt. Ich war da, aber ich war total hilflos. Tut mir leid. Hier, nimm diese Maschine. Cool, wir haben den Eraser-Eraser. May I help you? Nee, diese Dinge benötige ich nicht. Aber dieses Ding benötige ich. Jetzt werden wir gleich nach Stonehenge reingehen. Ah, hier ein bisschen Schiss vor. Weil das wieder so ein Psyche-flashiges Dings ist. Schau, ich hätte gerne diese Reagenzen mitgenommen. Ich werde hier nochmal Daddy-Call-mäßig speichern. Hey Daddy. Hey Daddy. Hey Daddy. Karl, ich bin's dein Vater. Hier, ich habe nochmal 11.000 auf dein Bankkonto gepackt. Jetzt hast du 127.000 Dollari. Krass, wir sind so rich, Mann. Wir sind so reich. Warum die Welt retten, wenn man so viel Geld hat? Nee, eigentlich, gerade wenn man so viel Geld hat, sollte man versuchen, die Welt zu retten, glaube ich. Rein technisch, wenn du so viel Geld hast, musst du ja leben. Und das ist normalerweise die Welt. Da lebt man ja zum Großteil. Und wenn die nicht da ist, ich will eure Erfahrung. Ach komm. Komm her, Bär. Oh. Mächtiger Bär 7. Krass. Dass der tatsächlich noch ein Kampf darstellt, war. Mächtiger Bär 7. Und dann war es das auch schon. Wie viel Erfahrung gibt denn der dann, der mächtige Bär 7? Auch nur 2200. Hä? Foto Dude. Cool. Stonehenge zu viert und er steht oben auf dem Stein. Wahrscheinlich denkt er einfach, das ist eine gute Perspektive, von da oben zu fotografieren. Wieder so ein bisschen mit dem Blick nach oben. Okay. Get ready for an instant memory. Look at the camera. Ready? Say, Fuzzy Pickles. Fuzzy Pickles! Ach, was für ein schönes Fotograf. Was für eine schöne Fotografie. Fondest Memories. Ja, that's it. Okay. Let's get down here. Das sieht so krass aus, Mann. So, hier erasen wir den Eraser. Mit dem Eraser. Güter. Eraser. Benutze. Okay, was bist du für ein Dings? Oh, ein älterer Monk. Nix geht so fix wie Monster Mix. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, dass die drei Augen haben. Die anderen auch drei Augen? Krass. Also die letzten konnten wir einfach immer mit komplett durch eine Bash-Runde zerlegen. Also beziehungsweise eine Bash- und Bazooka-Runde. Mal gucken, ob es immer noch klappt. Grill ist natürlich jetzt nicht der härteste Zuschläger. Ja, eine Bash-Runde hat gereicht. Mal gucken, wie viel Erfahrung die geben. Na? 5.000. Okay.
Man verliert auch so die Relation. Oh, dieser Weg ist so schön. Wenn man da jetzt mit einem Kart durchfahren würde, dann hätte ein bisschen, hat es ja was von der Rainbow Road einfach. Okay, es ist nicht rainbowig genug, aber ich würde das schon gerne mit einem Kart durchäumeln. Earthbound Kart. Oh, jetzt M2. Das ist natürlich, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich mal sehen, was die so können. Güter. Ich will mal eben gucken, ob die Psy-Kraft haben und ob man da ein bisschen Psy wegklauen kann. Einfach vor, um zu... Ja, weil ich es wissen will. Ich will es einfach wissen. Und du machst mal ein bisschen den Sturm jetzt nicht. Den brauchen wir noch. Psy-Freeze. Aber dann gegen den anderen, würde ich sagen. Bringt gar nichts im Prinzip. Das hätten wir uns tatsächlich unbedingt sparen sollen. Aber man kann von diesen Dudes Psy-Power ziehen. Das ist eine gute Information. Oh nein, sie haben Bernie umgebracht. Aber er kann vorher noch seine schwere Bazooka losfeuern. Das ist ätzend. Wir müssen den eigentlich jetzt sehr schnell besiegen, dass wir nicht mehr hinkriegen werden. Shit. Oh mein. Holy. Zwei von denen ist dirty. Fire natürlich muss man gegen die benutzen. Toll, ja, jetzt wissen wir es auch. Der kann kein Feuer. Shit, Mann. Ach, der versucht jetzt auch mal Psy-Magnet. Pfui. Seniorenmönch. Er holt sich ein bisschen Psy-Power zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, zwei von denen ist echt unangenehm, Mann. Wenn der Bernie mir schon wieder weggestorben ist, ist einfach nicht cool. Das ist einfach auch schon zweimal gestorben. Also, ja nicht heute, aber so für mich heute, weil ich ja so viele Folgen am Stück aufnehme. So. Hast du noch irgendwas zum Secret Herb? Gib dieses Secret Herb. Benutze es auf Bernie. So. Psy. Life Up Beta. Bernie. Bernie. Psy. Life Up Beta auf Antje. Psy. Life Up Alpha auf Kyrill. Reicht das? Nee, aber egal. Okay. Ich will nicht zwei gleichzeitig. Einer geht klar. So. Bash. Bash. Psy. Heavy Bazooka. Psy. Heavy Bazooka. Das sind zum Glück. Er hat mich diamantisiert. Shit. Ich scheine bright wie ein Diamond. Ist das, hört das auf? Also höre ich auf, ein Diamant? 7000. Kirill steigt auf. Offensive 1, Defensive 1, Hitpoints 2, Psychic Power 1. Bin ich immer noch ein Diamant? Ja, was macht man denn dagegen? Vermutlich Healing. Gegen auf Bernie. Puh, okay. Gehen wir erstmal hier rechts lang. Nee. Da geht's. Ich will diesen. Wer ist er?
The Starman. Okay, diese Starmänner. Hatten wir schon ganz am Anfang. Das ist quasi die Armee der Gegner. Also, was wir ja gar nicht so oft thematisiert haben, ist, dass wir immer noch gegen Gigas im Endeffekt kämpfen. Ich weiß nicht, ob Starmen Probleme mit Kälte haben. Schwere Bazooka. Und ach, Freeze haben wir gerade schon mit. Hoffentlich gibt es ja diesen Schmetterlingsraum. Oh, Freeze ist gut. Thunder ist mittelgut. Aber es reicht. Der war nicht schwer. Der war nicht schwer. Dieser Starman. Okay, es geht rechts und links lang. Gut, das bedeutet, wir gehen erst den linken Weg. Sonst geht's uns noch ganz gut. Ja. Gut, okay. Hier hängt er schon wieder fest. Starman und ein gottverdammter Kraken Alien Boy. Nee, warte mal, das kann ich nicht machen. Mann, ich kann jetzt nicht 40 Psy Power verschwenden. Psy Freeze. Schwere Bazooka. Psy-Freeze war super effektiv, aber wir machen jetzt nur Beta gegen den Senior-Mönch. So, Starman. Das ist gut, weil wir die dann auch... Oh nein, der Monk Senior hat ja gar kein Problem damit. Starman ist down. Jetzt Psy-Freeze Beta gegen wen? Oh nee. Karl. Er hat Karl fast umgebracht, Mann. Das gibt eine Bash-Runde. Ne, Bash- und Bazooka-Runde. Würde ich sagen. Dann ist er weg. Aber warum hat Karl... Hat er gar nicht so viel verloren? 11.000. Junge, Junge, Junge. Das ist eine gute Anzahl von Erfahrungspunkten. Da ist ein Päckchen. Ich freue mich auf den Inhalt dieses Päckchens. Ja, Bash-Runde. Bash-Runde. Bazooka-Runde. So, darf Karl auch noch, bevor er was darf? Ja. Na dann ist ja alles gut. Oh, Karl ist 62 geworden. Offensive 2, Geschwindigkeit 1, Glück 1, Hitpoints 3 und Psychic Power 1. Schön. So, gib mir Spicy Jerky. Da ist ein Starman. Ich habe ihn instant besiegt. Und Bernie wird 55. Offensive 1. Offensive 1, Speed 1, IQ 1, Hitpoints 3. Cool. Okay, was ist hier? Kommen wir dahin, wo wir da gerade hätten reingehen können? Ja. Aber da ist ein Schmetterling. Den wollen wir selbstverständlich essen. Das ist sehr gut. Vielen Dank, lieber Schmetterling, dass du mich hast entspannen lassen. Schmetterlingsentspannung.
Meine Lieblingsposition. Kommt er hier wieder hin, wenn ich... Nee. Es ist kein... Ich erscheine immer wieder, Schmetterling. Oh. Ach nein, Starman kommt plötzlich einfach an und wird instant besiegt. Das ist gut, dass wir tatsächlich so einen krassen Level haben. Dass wir hier diese Sternentypen einfach so auseinander fetzen. Das ist schon ziemlich krass. Wahrscheinlich haben wir echt zu viel gelevelt immer. Oh yeah. Okay, diesen Kampf wird es jetzt doch geben. Denn es gibt noch einen Senior-Mönch dabei. Psy. Wir müssen den hier erstmal wegkloppen. Wir machen das, wir hauen erst den einen weg und dann den anderen. Heavy Bazooka. So machen wir es. Antje und Psyfreeze. Oh nee, oh nee, oh nee. Bernie. Ey, ist es Bernie wieder down oder was? Stirbt er? Kollabiert er wieder? Nein, klaut uns doch nicht unsere Psykraft. Oh Mann, 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 nein. Auch drauf. Oh Gott, nee, das war einfach Mist. Das war einfach Mist. Bernie ist zusammengebrochen. Weil ich... Güter. Mal gucken. Haben wir Cup of Life Noodles? Wir machen das direkt, damit Bernie auch die Erfahrung kriegt. Und die anderen lassen wir auch defenden. So, Karl benutzt diese Lebensnudeln. Und jetzt hauen bitte alle drauf. Ne, wir warten jetzt mal kurz. Wir warten jetzt einfach mal, bis Bernie sich komplett aufgeladen hat. Sonst, wenn der Kampf nämlich vorbei ist, lädt er sich nämlich nicht weiter auf, glaube ich. Und, das wollen wir nicht in Kauf nehmen. Ganz einfach. Wir können Antje schon mal sagen, dass sie vielleicht mal ein bisschen den Gefrierschrank rausholen soll und den Starman mit dem magischen Gefrierschrank bewerfen soll. So. Und Bernie, der wieder back im Game ist, darf seine schwere Bazooka benutzen. Psyfreeze. Ich glaube, der fällt dadurch. Nee. Aber Kirill zerlegt ihn. Tada. Sehr gut. Antje, 58. Na gut. Okay. Nee. Obwohl, ja, immer nur einzeln bitte. Nicht in Horden. Das ist nicht, gar nicht gut. Das ist nicht gut. Weil wenn wir einmal diese Bash-Runde durchziehen können, ist alles gut. Aber wenn wir mehr gegen zwei, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Schwere Bazooka. So. Was sieht die schwere Bazooka dem nochmal? Nein. Ah, Antje hat zum Glück etwas gegen Kälte an. So, dass es nicht weiter problematisch ist, was der hier mit mir macht. Tada, Kirill wird 50. Oh, Baby, Offensive steigt um 3, Defensive um 1, Hitpoints 1. Kein besonders wertvoller Level. Aber... Haben ist besser als nicht haben. Ein großer Raum. Oh, diesen Kampf gibt es. Mist. Nee. Psyfreeze ist das Mittel der Wahl.
Und selbstverständlich ist auch die schwere Bazooka immer noch Mittel der Wahl. Ich freue mich einfach. Ich glaube, ich bastel mir selber so eine schwere Bazooka für alle Lebenslagen. Tschüss, Sternemann. Okay, rechts oder unten? What do we do? Nee. Okay, erstmal rechts. Okay, da ist eine Treppe. Es geht also weiter nach oben. Ah. Ein Präsent. Eine Guts-Kapsel. Okay, Status. Wer braucht am ehesten Guts? Karl 44. Antje hat nur 30. Bernie. Ah. Ja, das ist dann wohl Bernie. Wir sehen ja auch, dass er sehr häufig einfach stirbt. Weil er nicht genug Guts hat. Und jetzt geht's weiter. Zum Glück sind wir erst dahin gegangen und Starman, Sternenmann. Okay, diesen Kampf gibt es auch, weil ich ihn einfach nicht von hinten angreife. Daran lag es einfach die ganze Zeit. Aber ich glaube, wenn wir den einfach nur bashen und mit der Bazooka malträtieren, ich glaube, das sollte auch eigentlich reichen. Da brauchen wir keine Psychic Power zu verschwenden. Wie viele Star-Männer gibt es denn überhaupt? Oh, nee, das auf keinen Fall. Yay! Instant. Mal ganz kurz ein bisschen meinen Status überprüfen. Da fehlen 30.000, da fehlen 45.000, da fehlen 29.000, da fehlen 35.000. Naja. 8 Sternenmänner, die man instant verprügelt. Nee, ich will echt nicht zu diesen beiden Dingern. Ne? Dafür gehe ich echt einfach nochmal ganz nach Norden, damit die verschwinden. Ich habe keinen Bock auf die. Die töten meinen Bernie. Tschu! Tschu! Yes. Die töten meinen Bernie. Don't kill my Bernie. Oh ja, ihr seid, du bist wichtiger, du bist gut zu verprügeln. Tschu! Gib mir das. So, wäre ein bisschen leveln eigentlich? Wäre so ein bisschen im lila Level Grounds. Das sieht auch ein bisschen aus wie Gedärm tatsächlich hier. Sei das so ein bisschen gedärmiger Unterlauf. Nee! Und dann von hinten. Oh nee. Oh shit, darauf habe ich keinen Bock. Oh nee, das ist atomischer Power-Roboter. Na gut, das tut nicht allzu sehr weh. Aber das tut wieder weh. Das ist wieder ätzend. Kirill. Oh Mann. Das muss jetzt sein. Ich muss schnell sein. Oh nein! Oh, nee, das schaffe ich alles nicht. Ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Oh Gott. Oh nee. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Hätte ich irgendwas, ein Heilmittel nehmen können? Ja, ich hätte irgendein schnellen Heilmittel nehmen können, ne? Oh shit. Shit. Das war echt Mist. Oh fuck. Bitte stirb schnell. Ja. Oh. Eieieiei. Wie aufregend nochmal. 15.000. Ja toll, 15.000 hin oder her. Ich habe bald keine Lebensnudeln mehr. Bernie müsste noch welche haben, ne? Nicht? Nee.
Grill selber hat Lebensnudeln im Gepäck. Hei, hei, hei. Ja doch, er hat auch. Pfui, hei, hei. Diese ärgerliche. Nein, 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 oh nee! Oh nee, nicht schon wieder! Oh nee, nicht schon wieder! Das war ja sehr ärgerlich. Da bin ich richtig aufgeschreckt. Gott, oh Gott. Hm. Life up A ist okay, dass du das machst. Aber der macht es. Okay, das ist okay. Du basht. Du psyst. Psyfreezest. Den hinteren Dude weg. Du benutzt die, nein, nicht Rock Candy. Du. Heavy Bazooka. Oh Gott, die ist auf einmal woanders. Das macht mich ja völlig fertig. Und du machst einfach den Sternensturm. Weil, wir keine Lust haben zu sterben. Wir wollen einfach nicht sterben. Also, das sollte es gewesen sein. Ja. Nein. Ist es wahr? Ey, dann explodiert der und verletzt uns alle nochmal richtig hart. Schnell aufhören. Gemein, ey. Das war sehr gemein. Karl wird 63, Offensive 1, Guts 1, Hitpoints 1, Bernie steigt auf 56, Offensive 2, Defensive 1, Guts 2, oh baby, Q3, Glück 2, Hitpoints 3. Ja, das wird ja alles ein bisschen knapp, ey, wenn es hier nicht irgendwie mal einen Ort zum Resten gibt oder so. Dann sehe ich ganz schön schwarz. Oder zumindest mal so ein Schmetterling-Place. Und vielleicht ein Händler, der Live-Nudeln verkauft. Und vielleicht noch geile Rüstung. Und vielleicht noch, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir machen jetzt kurz eine Werbung. Und dann, ich reg mich mal ein bisschen ab. Sag mal bis gleich. Eieieiei. Hallo und willkommen zurück aus der Werbung. Wir spielen gerade Earthbound und sind in Stonehenge und haben ein bisschen Angst davor, dass wir sterben. Oder zumindest habe ich diese Angst sehr stark in mir. Ich muss mal ein bisschen mich doch mal durchheilen hier. Und der Regie sagen, dass der Regie-Lautsprecher noch offen ist und ich höre, was in der Regie gemurmelt wird. Ich höre zum Beispiel gerade, dass dort, ich glaube, nee, ich kann die Stimme nicht genau zuordnen, aber ich glaube, ihr werdet es nicht hören, weil es wirklich so leise ist, dass ich mich da, wenn ich es hören will, sehr darauf konzentrieren müsste. Oh, nee, 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 nee. Nee, bitte nicht. Gut. Da wird auch sehr viel gelacht. Regie, hör mal, dein Regiemonitor ist noch offen. Oder ich höre, ich kann dich hören. Okay, hier können wir vielleicht ein bisschen farmen. Anti wird 59, Offensive steigt um 2, Geschwindigkeit um 1, IQ um 1, Hitpoints um 3, Psychic Power 3, das ist gut. Da ist noch so ein, wo kommt der denn jetzt her? Ich glaube, eine Bash-Runde klappt bei denen einfach, ne? Ach Mist, die schwere Bazooka. So, Heavy Bazooka und Karl, smash it.
Dann soll es das gewesen sein. Kirill steigt ein auf 51, Offensive 1, Defensive 3, Geschwindigkeit 2, Guts 1, Vitalität 1, IQ 1, Glück 1. Wow. Shield Omega, naja. Hier so ein bisschen hin und her renne. Könnte ich. Oh, haben sie sich jetzt beide hierher teleportiert? Ja, was machen wir da? Machen wir eine Bash-Runde trotzdem? Ja. Wir versuchen es mal. Mit der schweren Bazooka. So, der trifft den anderen doch bestimmt auch noch. Zumindest der 129. Sind sie irgendwie stärker als gerade? Da stimmt doch was nicht. Einfach drauf da, komm her. Einfach drauf. Genau. Mit zwei davon, das gibt ja, glaube ich, 12.000 Erfahrung fast. 11.600. Nee, diese UFOs mache ich nicht mehr. Die sind einfach nicht das, was ich bekämpfen will. Oh, nee. Okay, ich gehe immer komplett raus. Und wieder rein. Nee, auch das nicht. Was ist echt? Tut mir leid, wenn ich hier gerade ein bisschen wirke wie ein Schisser, aber ich bin gerade ein bisschen ein Schisser. Nee. Ich muss, glaube ich, okay, euch nehme ich lieber. Hat die mich von hinten erwischt? Was ist denn da los? Ja, zeig mir deinen Opening Attack. Oh, er ist on guard. I don't care. Ich beschieß dich mit meiner Bazooka. Ma'am. Smash it. Sei doch ruhig on guard. Ich zerlege dich und deine Crew zu Mosaik Nomeo. So, tschu. Muss ich im richtigen Moment umdrehen, dann kriegt man diesen coolen Vorteilsangriff. Und dann ist es ohne weiteres möglich. Oh. Surprise Opening Attack, dann machen wir quasi einen einfach komplett weg. Einfach nur durch krasse Hiebe. Und der schweren Bazooka. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die schwere Bazooka total liebe? Nein? Dann sage ich es jetzt. Ich liebe die schwere Bazooka total. So, Dalle, ihr kleinen, süßen Lümmelchens. Da war auch dieser Sternenmann davon geflogen. 12.000. Es ist auch ein cooler Level-Ground, aber da bin ich schon wieder nicht hin. Na, immerhin nur einer. Und ich irgendwie gucke, dass der sich hierher teleportiert. So. Ah, Mist, der hat es noch geschafft. Okay, wir müssen tatsächlich erst den Starman zerlegen. Das ist ganz wichtig. Denn das andere explodiert und das soll nicht passieren. Güter. Happy Bazooka. Das ist nämlich ganz fürchterlich, wenn der explodiert. Dann zieht er uns ganz viel Energie einfach ab. Das ist nicht cool. Kann man da nicht irgendwas machen? Thank you.
man. Komm, jetzt explodiert er und zieht, versucht uns mit in den Tod zu reißen gleich. Oh, er hat sich wieder repariert, der Lümmel. Aber das ist ja auch gut. Warte mal, Defend. Psy. Recover. Psy Magnet. Defend. Psy Magnet. Dann nehmen wir dem doch mal ein bisschen Psy Power weg. Und füllen uns selber damit an. Hat er nicht? Aber er hat doch. Er hat doch gerade sich selber geheilt. Oh nee. Na gut, dann zerlegen wir dich jetzt. Tut mir leid. Dann hauen wir jetzt alle auf dich drauf und beschießen dich mit einer Bazooka. Sorry for that, but, okay, wir sind schnell. Schnell. So, dann kann er nämlich nicht weiter Energie abziehen. Schnell wegklicken. Okay. Wieder durchbashen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass noch irgendwas Tolles passiert. Weiß nicht genau was. Aber irgendwas wird hier passieren. Diese Sternentypen sind schon ziemlich. Also ich glaube, irgendwie. Also ich bin irgendwie. Wie soll ich sagen? Ich bin irgendwie zuversichtlich, dass wir hier doch irgendwie durchkommen, ohne zu sterben. Ich weiß nicht genau, was der Grund für diese Zuversicht ist, aber ich habe so das Gefühl. Der ist irgendwie, der hat ein bisschen mehr Guard, also mehr Schutz. Zwei Stück. Wir holen hier die, wir ernten so viel Erfahrung gerade. Bernie 57 Hitpoints nur gestiegen. Ist nicht so. Nein. Oh, jetzt wird. Okay. Wo ist meine Riesenbazooka? Das sind echt diese Atom-Scheiß-Roboter. Das ist ja wohl das Nervigste, was es gibt auf dem Planeten. Starman ist down. Und wir hauen auf den atomischen Power-Roboter. Güter. So. Bernie. Da ist er down. Das ist schnell. Nee. Er hat sich einfach geheilt. Das ist doch ätzend. Aber das macht er immer einmal. Aber das ist schon okay für mich. Das ist völlig okay für mich. Puh. So, schnell drücken. Oh Gott, oh Gott. Ja. Schnell aufhören. Ah. Dass man da schon so schnell durchklicken muss. Ey. Oh, Karl steigt auf. 64, Offensive 3, Defensive 2, Speed 2, Guts 1, Vitalität 2, IQ 2, oh baby, Glück 3, Sweet Hitpoints 25, Psychic Power 9, Kirill steigt auf. 52, oh baby, Offensive 4, Defensive 3, Speed 1, Maximum Hitpoints 2, Psychic Power 2 und er lernt Healing Omega. Cool. Psy. Damit kann er sicher alles heilen. Alles, was es gibt. Mega. Vielleicht kann er damit auch Tote erwecken. Aber wir machen live ab auf Antje. Wir machen. Das war's erstmal. Okay. Wir gehen hoch, denn da unten. Okay, Dude.
Sterb. So. Antje steigt auch auf. Oh, Baby. Offensive 3, Defensive 1, Speed 1, Guts 2, IQ 1, Glück 2, Hitpoints 2, Psychic Power 5 und sie lernt Shield Omega. Nee. Oh nein! Angriff von hinten. Aber es ist nur dieser dumme Roboter. Und der heilt sich einfach nur. Das ist cool. Das gefällt mir. Denn, das soll er ruhig tun. Ich habe ihn noch nicht verletzt. Dann soll er sich doch gerne komplett heilen. Dab, dab. Heavy Bazooka. Bammy. Und das war's auch schon. Und schnell aufhören. Na, komm her. Hör auf. Okay. Puh. 6000 Erfahrung. Also, dann gehen wir doch weiter in diese Richtung. Es gibt ein Geschenk. Und da sind ein paar Lebensnudeln drin. Das ist gut. Lebensnudeln können wir immer gebrauchen. Ich mache noch mal kurz komplett einmal durchheilen. Alle. Ja, zumindest Kirill. Und Psy Heiling Meter auf Bernie, bevor er mir wieder wegstirbt. Und jetzt muss ich euch auch schon. Oh nein, schon wieder! Aber er wird sich nur heilen. Also diesen Kampf machen wir noch und dann soll es das für heute gewesen sein. Er füllt sich eh nur mit Benzin auf. Und ist eigentlich relativ schnell zu besiegen. Bash. Und dann sind wir gleich durch. Für heute. Dieser blaue Hintergrund ist. Sieht sehr wellig aus. Es macht mich ein bisschen fertig hier. Ich habe so einen Hunger. Huiuiui. Hat er sich wieder geheilt zwischendurch? Naja, soll er machen. Heavy Bazooka. Kann man eigentlich fliehen? Kann man in diesem Spiel nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Wie auch. So, und schnell. Nee, hör bloß auf. Nee. Stopp. So. Den müssen wir auch noch bekämpfen. Sorry, ich muss den ja auch noch machen. Weil der sich hier so in mich reingebeamt hat. Den Kampf. Das geht gerade nicht anders. Der ist auch ein sehr einfacher Kampf. Das sind aber die einfachsten Kämpfe. Ich könnte natürlich auch nochmal einfach auf Glück nochmal eine Runde beten. Gucken, ob irgendwas Bescheuertes passiert. Aber das ist mir geradezu sehr Glücksspiel. Sternenmann. Goodbye, Sternenmann. So. Ja, Freunde. Jetzt muss ich mir merken, dass ich in der nächsten Folge Speicherpunkt erstellen. Ja. So, haben wir einen Speicherpunkt erstellt. Ja, wir leveln hier ziemlich krass, aber wir haben auch echt zu knabbern an diesem Dungeon. Also eigentlich haben wir nicht hart zu knabbern. Das ist jetzt auch übertrieben. Aber es ist schon anstrengender. Und vor allen Dingen sehr verwinkelt. Ich habe jedenfalls Bock, hier weiter rumzurennen. Ich wünsche euch eine unglaublich gute Nacht. Träumt was Süßes von sauren Gurken. Und dann bis zum nächsten Let's Sleep. Ciao, Iwawi.